Mensch, schon wieder nur auf der Tribüne und nicht an der Startlinie. Ein bisschen mehr Geduld, Mark. Wir sind ja schließlich deshalb hier, dass Carrera demnächst nicht nur wieder an der Startlinie steht, sondern auch wieder als Erster ins Ziel geht. Ich bin mal gespannt, wie Polo heute fährt. Aber ich vermute, das ist ein ganz sicheres Rennen für ihn. Die Wagen sind gestartet. Der Parabel von Bruno Strasser schiebt sich nach vorn. Jetzt liegt der Favorit schon souverän in Führung. Er nimmt die erste Kurve mit Bravour und wieder heraus. Aber da, Strasser scheint die Kontrolle über den Wagen zu verlieren. Der Ferrari bricht aus, schlingert unkontrolliert über die Piste und prallt gegen die Seitenabsperrung. Das ist das Ende für Strasser. Das Rennen läuft ohne den Favoriten weiter. Mike! Mark! Los, kommt! Wir müssen Bruno helfen! Aber wir sind doch nur Zuschauer! Und die Absperrung? Egal! Wir müssen zu ihm! Lassen Sie uns durch! Ich bin Michel Weller vom Carrera-Team! Los, ihr zwei! Bruno! Er drängt sich aus dem Autowrack! Oh, was für ein Glück! Es scheint, dass er nicht verletzt ist! Bruno, alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Nur ein paar Prellungen. Oh. Wie konnte sowas nur passieren? Es lag nicht an mir. Die Lenkung, sie hat einfach nicht reagiert. Hab ich's mir doch gedacht. Kombiniere Sabotage. Ja, was gibt's? Bruno Strasser, Herr Kranz. Ach Bruno, du, ich bin jetzt privat, ja. Warum rufst du mich jetzt schon zu Hause an? Das wissen Sie ganz genau, Herr Kranz. Weil ich ganz genau weiß, wer meinen Wagen heute manipuliert hat beim Rennen. Aber Bruno, du schaust zu viele schlechte Filme. Es passt Ihnen nicht in den Kram, dass einer querschießt. Sie wollen mich aus dem Verkehr ziehen, aber nicht mit mir. Ich mache Schluss. Ja, nun werd aber mal nicht ungemütlich, Bruno Spezi, gell? Du, ich versichere dir, ich habe nichts mit diesem Unfall zu tun. Sie vielleicht nicht, aber vielleicht mein Ex-Co-Pilot Harry. Auf Ihre Anweisung hin. Ja, das ist jetzt ein Schmäh. Du, ich glaube, der Wind weht von ganz woanders her. Du willst nicht mehr den Chauffeur spielen. Na gut, ich bin ein verständnisvoller Mensch. Noch eine Spazierfahrt und dann lassen wir das Auto in der Garage. Nein, Herr Kranz, mit mir nicht mehr. Schade. Schade um dein kleines Töchterlein. Sie sind kein Mensch, Kranz. Okay. Ein Ding noch. Und dann ist Schluss. Hallo, Bruno? Aufgelegt. Auch gut. Nun, mein lieber Bruno, du hast verdammt recht. Noch ein Ding und dann ist wirklich Schluss mit dir. Okay, Bixi. Ja. Ich werde mit Michel reden. Ich melde mich dann umgehend bei Ihnen. Okay? Bis dann. Was wollte Bixi denn? Tja, so wie es jetzt aussieht, werden die Banküberfälle wohl nicht nur Polizeisache bleiben. Kombiniere! Die brauchen uns! Hab ich mir schon gedacht. Auf den Punkt, Mark. Tja, die Jungs von der Polizei benötigen einen guten Fahrer, der dem Täter beim nächsten Überfall auf den Fersen bleiben kann. Sie wollen die Bankräuber mit ihrer eigenen Waffe schlagen. Deshalb wenden sie sich über Bixi an uns. Das heißt, eigentlich direkt an dich, Michel. Die sind wohl mittlerweile auch Hellseher bei der Polizei. Woher wollen die denn wissen, wo die Gangster beim nächsten Mal zuschlagen? Und ob es überhaupt ein nächstes Mal gibt? Nun, sie sind der Meinung, die Banken wurden bisher nach einem bestimmten Schema ausgewählt. Und für sie kommt nur eine Bank in Frage, die demnächst an der Reihe ist. Die Nationalbank. So. Und ich soll also den Wagen fahren? Die Entscheidung, ob du das tun willst, überlasse ich ganz alleine dir, Michel. Wir sollen den Wagen der Verbrecher nur stellen. Und übrigens sind wir zu jedem Zeitpunkt in Funkkontakt mit der Polizei. Die übernehmen dann alles Weitere. In Ordnung, ich fahre. Aber nur unter einer Bedingung. Und wie bitteschön lautet die? Wir fahren auf keinen Fall in irgendeinem Polizeiwagen. Wir nehmen unseren Porsche Carrera.
Das hätte ich dir sowieso vorgeschlagen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass sie diese Bedingungen annehmen werden. Also dann, worauf warten wir noch? Carrera auf Verfolgungsjagd, Szene 1, die erste. Und Action! Wir fuhren durch die Stadt direkt zur Nationalbank. Mike und Michelle hatten viel Zeit und ich natürlich die Videokamera mitgebracht. Allerdings hatte ich keine Vorstellung davon gehabt, wie langweilig und öde solch eine Verbrecherjagd sein konnte. Wir warteten Stunde um Stunde und drehten Däumchen.